schon gesagt, dass ich dir nicht viel zu bieten hab. Meine Schuhe in Karriere haben dir nicht gewundert. Trotzdem hast du dann gesagt, dass du mich dennoch sehr gern ich meld mich dann. Sieht so schön aus. Vielen, vielen Dank, Hamburg. Und ihr da oben auch. Wir sind beide gleich verschieden, wie wir es früher schon waren. Deshalb wird mir wieder klar, warum es am Anfang schon zu Ende war. Und klar ruf ich demnächst nochmal an. Klar, so demnächst! Zusammen. Warum hast du den Rucksack dabei? Dass ich dir jetzt erst schreibe, ist okay. Und ruf's doch noch mal wieder an. Ich meld mich dann. Und Versprechen verleihen so leicht zu vergessen. Und weißt du, weil stattdessen mit Höflichkeit alles, was mir leid. Hamburg, habt ihr noch Kraft? Geht es euch gut? Habt ihr Energie? Ich hab noch eine kleine Nachricht, eine kleine, wunderbare Neuigkeit heute zu verkünden. Denn
die ihr vielleicht mitbekommen haben mögt, für die Menschen, die uns schon mal gehört haben oder gesehen haben, waren wir dieses Mal auf unserer zweiten Tour nicht in Hamburg. Wir sind da irgendwie dran vorbeigeslidet oder so. Das tut uns unfassbar leid, aber deswegen sind wir heute hier, um das so ein bisschen zu entschuldigen auch. Aber das sind genau die gleichen Stellen hier. Ich habe gehört, dass wir vorhätten, im nächsten Jahr eine weitere Tour zu machen. Und wir würden unfassbar gerne wieder nach Hamburg kommen. Wir dürfen sogar in so einem richtig großen Laden spielen, der ist beim Hauptbahnhof. Solltet ihr ihn kennen. So seid ihr spätestens jetzt herzlich von unserer Seite aus eingeladen, vorbeizukommen. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Der Laden ist nämlich ziemlich groß, auf jeden Fall größer als das Logo. Okay. Warst du schon mal in einer Seifenblase gefahren? Zwischen zu weit weg und viel zu nah dran. Klopft sich wie hypnotisiert mein eigenes Spiegelbild an. Jetzt muss ich mit dem Kopf durch die Wand.